Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Railroads Online. Erstmal danke an dieser Stelle an die ganzen Kommentare bei der Folge 1 und Folge 2 der zweiten Staffel. Und ja, eure Meinungen sind ziemlich eindeutig. Es soll weitergehen und das wird's auch. Ich habe zwischendrin ein bisschen hier umgebaut, denn so wie ich das initial hier gebaut habe, hat es mir nicht gefallen. So wie es jetzt ist, gefällt es mir nach wie vor nicht komplett, aber es ist schon mal besser wie vorher. Ich werde euch gleich mal zeigen, was ich gemacht habe. Also einerseits, ich habe hier die Einfahrt viel weiter nach hinten verlegt. Und wir haben hier zwei Gleise. Kurz, damit man hier vielleicht ausweichen kann oder was abstellen. Wie auch immer, hier die Auffahrt ist auch anders. Wenn wir dann auch noch gerade sehen. Und hier hinten habe ich ein kleines Holzdepot hingebaut. Ich würde sagen, wir fahren gerade mal los. Ein Achtungspiff. Ich hoffe, der knockt mich jetzt nicht aus. Ah, das mit den Weichen auffahren, das ist so angenehm. So, und hier ist quasi die Haupteinfahrt. Bleiben hier ganz kurz stehen. Das ist so quasi hier die kleine Stelle, wo man hier das Holz nachfüllen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse. Es ist auch momentan noch nicht voll mit Holz. Das, glaube ich, wird dann auch unser erster Task sein. Dass wir hier das hier voll machen. Auch wenn wir da... Oh, Spiel. Lass mich durch. Oh, ich habe sogar noch Holz in der Hand gehabt. Was mir zum Beispiel nicht so gefällt, das ist diese harte Kurve hier. Also hier oben werden wir wirklich nur mit den kleinen Loks hier fahren. Eventuell einer von diesen neuen Loks, die jetzt kommen ist, die ähnlich ausschaut wie die Betsy. Ich weiß gerade den Namen nicht. Oder warte mal, vielleicht sehen wir das ja sogar. Nein, 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 nein. Auch nicht. Wobei, warte mal, ich glaube, der war noch nicht. Den müssen wir mal ausprobieren. Handcar auch nicht. Das war die Betsy. Das ist die zweite Variante. Zum Beispiel mit der. Mit der Class 48. Die ist noch echt cool. Und glaube, die ist jetzt auch neu. Die Montezuma. Ich glaube, die können es auch noch schaffen. Bei Rika kennen wir schon Glenbrook. Ich glaube, die ist auch neu, oder? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Climax, du bist nicht neu. Werf hier oben auch was. Heißler auch. Oh, und mit der Shay. Mit der will ich unbedingt mal fahren. Ah, oh, das ist so eine geile Konfiguration. Aber an was ich eher gedacht habe, wer bist du denn? Auch nicht mit dabei. Dann war das die am Anfang. Ah, na, Moment. Die. Satteltank da oben. Könnte, glaube ich, noch ganz gut durch die Kurven hier. Ja, jedenfalls. Ich habe das dann hier jetzt weiter erweitert, hier mit einem Damm, bis hier zum Anschlag. Mal gucken. Vermutlich werde ich das wieder komplett umbauen. Aber schauen wir uns erstmal das an, was ich hier hinten gebaut habe. So, einmal einsteigen. Ich hoffe, ich habe keinen Baum vergessen. Aber relativ enge Kurve hier. Aber das ist das Maximale, was ich hier machen konnte. Und hier geht es dann wieder nach unten. So, und da sind jetzt zwei Anschlussgleise. Das hintere davon ist dann für die Holzstämme und das vordere ist dann quasi für das Scheitholz. Und der innere hier ist ein Zirkel. Da können wir also schön durchfahren. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht komplett happy. Aber es wird erstmal reichen für den Anfang. Da zum Beispiel, das ist recht eng hier. Ich könnte natürlich da mit der Kurve ein bisschen früher ansetzen. Ja, und dann haben wir hier unseren gewohnten Verlauf. Und hier haben wir immer das zweite Gleis jetzt erstmal gespart. Ich denke mal, das brauchen wir nicht unbedingt, wenn wir hier da so durchfahren können. Oh,
Man sieht kaum was mit den ganzen Bäumen hier. Das ist auch neu mit dem Update. So, dann fahren wir noch ins andere Gleis, damit wir das auch noch gesehen haben. Sehr schön. Und rückwärts bitte. Ah, ich habe so ein komisches Bauchgefühl, dass ich heute mindestens einmal entgleisen werde. So, und hier habe ich das zweite Gleis gelassen, auch wenn es nur kurz ist. Auch da habe ich die Überlegung, ob man das erst gar nicht hier wieder zusammenführen, sondern dass das hier parallel weiterläuft als Abstellgleis. Wenn, also da könnt ihr gerne meine Kommentare reinschreiben, was ihr sagen würdet. Macht es Sinn, dass das hier wieder zusammenkommt oder ziehen wir das hier so nach unten weiter als Abstellgleis? Das ist halt quasi erstmal so, wie ich mal das hier gebaut habe. So, wir werden jetzt mal ein bisschen cheaten. Schauen, ob ich sie da drüben wieder aufgleisen kann. Dann spare ich mir jetzt da die ganze Fahrt da hinten. Ah, ich kann. Sehr gut, hat keiner gesehen. Und dann holen wir uns mal den anderen Wagen da unten, der an seinem Startpunkt noch ist. Oh, was? Was ist das? Wieso hängst du da? Kriegst du es jetzt nicht hin, dass die Weiche hier umgestellt wird? Ah, wobei, nee, Gott, ich hab da einen kleinen Glitch. Komm du mal mit. Du gehst mal kurz auf das Gleis hier. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Dann ziehen wir das halt einfach mal neu. Oh, willst du jetzt wieder nicht snappen? Wieso nicht? Wir haben erst einen Zirkelmodus raus. Auch jetzt. Das ist aber schon wieder. Dann fahren wir halt ein bisschen weiter. So, snappen bitte. Ja, gut, dass ich da einmal drüber gefahren bin. Aber das ist uns erst ein bisschen zu spät aufgefallen. So, bitte linken. Dankeschön. Jetzt sieht es wieder gut aus. Okay, Porter. Gehst mal wieder auf das andere Gleis. Ich will das jetzt testen. Dankeschön. Und Abfahrt. Also Gott sei Dank bin ich nur mit der Port unterwegs, sonst wäre das ein Desaster geworden. So, hier gehen wir jetzt anfangen mit 3% nach unten. Teilweise kurz 4. Aber über 4 wird es nicht. Ach, da könnte man ein bisschen enger ziehen und ein bisschen mehr am Hang fahren. Damit man hier weniger diese Steinmauern hat. Die will ich eigentlich nicht so viel einsetzen. Und ab hier ist quasi doch der alte Anschluss, so wie ihr den auch kennt. Hier wäre so eine Stelle, wo wir hier... Moment mal, bleiben wir ganz kurz stehen. Ich glaube, wir müssen die ganze Kurve hier ein bisschen weiter rausziehen. Oder dass wir hier mal gerade fahren und runterkommen. Dass wir hier auf dem Plateau sind. Und auf dem Plateau irgendwie... Vielleicht, dass wir hier beim Wasser vorbeifahren, dass wir hier noch so eine Weiche machen. Eigentlich könnte man die platzieren. Ganz kurz drehen. Ach,
Und die... Rechts, okay. So. Dass man das irgendwie... Einfach mal so demonstrativ. Dass es hier wieder zurückgeht zu dem eigentlichen Bereich. Und geradeaus geht's Richtung Sägemühle. So, ungefähr so. Weil dann haben wir hier noch den kleinen See als Scenery. Müsste ich eigentlich gut ausgehen. Und hier unten... Und vielleicht mit so einer leichten S-Kurve dann darüber. Das heißt, das ganze Gleis hier... wäre dann versetzt. Ja... Ich glaube, ein bisschen weiter nach hinten mache ich das noch. Weiche rechts. Nicht sogar so? Wollen wir ganz kurz das Konstruktionsgitter ändern. Dann hier so reinfahren. Ja, ich glaube, das sagt mir zu. Okay. Gut, ich würde sagen, ich baue das mal ganz kurz. Und für euch gibt es das im Schnelldurchlauf. Wie ich jetzt mal hier hinten den Anschluss mache und dann hier die Kurven wieder rüber. Also, bis gleich.
So, da bin ich wieder. Hinten der Weg, glaube ich, der ist mir nicht so gut gelungen. Der gefällt mir auch optisch noch nicht. Aber der Anschluss da vorne, ich glaube, der ist eigentlich ganz schön geworden. Habt ihr ja jetzt hier im Schnelldurchlauf gesehen. Und jetzt fahren wir mal drüber. Dann, ob ich irgendwo hängen bleibe oder ob ich es gut gemacht habe. Ah, sehr schön. Könnte so sein, dass unser Dampf jetzt ausgeht. Ja, man könnte schon noch schöner machen, aber ich denke, es ist fair enough jetzt erstmal. Vielleicht dann sukzessive machen, dass ich hier die Sachen viel schöner mache. Auch da vorne gibt man mit einer sanfteren Kurven reinfahren. Aber die Strecke muss ja nicht komplett perfekt sein. Aber gut nutzbar. Ja, und bald wir das Sägewerk haben, dann macht es dann auch langsam mal Sinn, Multiplayer zu machen. Dann hat man wenigstens hier mal ein bisschen was zu tun. Aber Multiplayer machen wir erstmal noch nicht. Aber es wird wieder Streams geben mit Multiplayer. Das ist mal versprochen, aber so baue ich erstmal ein bisschen Streckennetz. Oder was tun kann. So, da ist der Anschluss dann für das Güterterminal hier rechts irgendwann mal. Hoffentlich hat er mir jetzt keine Bäume reinklatscht bei der alten Strecke. Jetzt mit dem Update. Sieht aber sehr gut aus. Das wäre eigentlich noch ein Feature für ein zukünftiges Update, dass man sich das selber auswählen kann. Ob man jetzt hier so eine Herbststimmung spielen will, ob man im Winter spielen will, ob es da Frühling sein soll. Und wenn natürlich beim Winter der Schnee halt irgendwie Effekt hätte auf die Loks. Dass dann halt wirklich mal ein bisschen mehr sanden muss und solche Sachen. Das wär's. Oh, das sieht aber gefährlich aus da mit dem Baum. Dich werden wir erstmal rein zur Vorsicht entfernen. Oh, da gerade noch einen Kandidaten? Nee. So. Ab geht's. Und hey, im Gegensatz zu den anderen Folgen bin ich bis jetzt noch nicht einmal stecken geblieben. Ist da voll? Und sind die Weichen wieder in der Ausgangslage, wo ich rausgefahren bin? Jo. Hey, Moment mal. Wo ist unser Güterwagen? Ach, der steht da hinten. Moment. Wir sind in die andere Richtung. Was ist denn da hinten hingestellt? Ich weiß es gar nicht mehr. Muss was so sein. So. Hier rein. Ich muss da mal schauen bei Raybots Unextended, ob man die Weiche nach wie vor steuern kann. Ich habe ihn noch gar nicht ausprobiert. Aber im Moment brauche ich den Mod eh nicht wirklich. Aber zum Lokfernsteuern später, das wäre noch super, wenn ich für mich allein spiele. Stödele. Eigentlich bräuchte man einen anderen Wagen, aber der tut es erstmal. Ja, doch, ist richtig. Kann man angucken.
Ja gut. So, Handbremse. Einmal aufmachen. Ja, und dann wieder retour. Und dann schauen wir, dass wir unser kleines Lager da oben zumindest ein bisschen befüllen. Voll machen, glaube ich, das ist eh ein bisschen zu viel. Sieht noch schön aus hier. Und bald, bald, bald ist hier alles voller Wagen. Der erste kleinere Stresstest für die Strecke. Vor allem oben dann in den Kurven. Bin ich mal gespannt. Aber sie sollten eigentlich nicht so ein Problem haben mit engeren Kurven. Wenn sie mit ihren Drehgestellen. Oder eher die großen Loks. Aber das hat sie ja schon in die Kommentare mit reingeschrieben gehabt. Also ich werde darauf achten, dass wir keine zu engen Kurven haben. Aber momentan geht es halt... Also das lässt sich halt nicht immer vermeiden. Aber das hast du ja dann die unterschiedlichen Loks dann, Gott sei Dank. Ich bleib mal in der Ansicht. Mein Dampf ist gut, müssen wir eh nichts machen. Wasser ist auch noch. Oh, stimmt. Ich bräuchte da oben noch irgendwie einen Wasserturm. Den sollte man noch irgendwie schlau platzieren. Das Einzige, was jetzt doof ist in der Ansicht, sehe ich, was mein Wagen macht. Ja, wir gehen doch wieder in die Ansicht. Schaut mal, wie laufruhig das ist. Also auf der Geraden immer schön hin und her schlenkern. Aber oh, eine Kurve nicht zu. So, und jetzt die erste Fahrt auf dem neuen Bereich da hinten. Ah, schon ein bisschen lang hier. Ich glaube, die Sektion, da könnten wir so eine kleine Trestle hier machen. Das muss jetzt nicht Stein sein, dann wäre es schon mal ein bisschen Abwechslung. Müssten eigentlich noch richtig sein. Jo. Und jetzt können wir eigentlich gerade die Runde durchfahren. Ob wir gerade da hinkommen, wo wir hin sollen. Oh.
Ah doch. Ach Gott, die Weichen, da wäre falsch. Aber die ist dann viel später fürs Beladen eh ganz gut gestellt. Da sehe ich dann auch, ob ich das da hinten richtig platziert habe. Ob die Balken auch dann schön angenommen werden. Das war so eine Sache. Ja, okay, also die Kurven, glaube ich, die muss ich echt entschärfen. Und wenn es 7 und Trestle weiter raus ist. Aber ich glaube, das hat hier Potenzial, dass mich rausschmeißt. Ja, ist nur die Frage. Ist ja blöd, dass dann gerade wieder nach unten geht. So, etwas, was ich nicht vermisst habe. Das Beladen hier. Ich bin schon wieder 2 gefahren. So müsste es gut sein. Hoffentlich bringen sie das, was sie hier in der Roadmap drin haben, dass man hier diese Kräne upgraden kann. Dass sie dann teilweise automatische werden. Das wäre so schön. Aber dann jedes Mal ewig, die Sachen hier aufzuladen. Wie viel waren das, glaube ich, unten? 3, dann 2 und 1, ne? Dann gerade in die Richtung rausfahren. Und dann kann ich auch das hier mal kurz testen mit dem Wagen hier dran. Was ihr auch schon helfen wird, ist, wenn ich jetzt hier irgendwie als Kommando mehrfach klicken kann, zum Beispiel 3-4 Mal und dann belädt er das halt 4 Mal. Oder liebe Modder, macht's bitte Mod, der irgendwie das automatisiert. Einer noch. Coole Sache. Ja, dann düsen wir mal. Wie schaut's denn aus mit den Starts? Wasser ist gut, Fire, Fuel. Ja, da könnte man ein bisschen was nachhauen. Jetzt nicht per se voll machen. Und tschüss. Oha. Da muss ich ziehen. Also die Physikeinstellung habe ich auf realistisch eingestellt. Und der Industrielevel ist bei mir Medium. Weil die höchste Stufe da drin finde ich ein bisschen unfair. Aber die Physik darf ruhig knackig sein. Sind ja hier nicht im Kindergarten. Wir fahren hier zum ersten Mal. Möchtest du bremsen? Drückt aber ganz schön, du. Wie viel Kilo sind das jetzt hier? Sag das bitte nochmal. Oh, krass. So. Bereit für die Rückfahrt. Wenn sie da jetzt schon so reagiert, dann werden wir mit der aber keine langen Züge machen.
weiß jetzt gar nicht mehr aus der ersten Staffel, was er das Maximale war bei 4% Steigung mit der BZ irgendwie. Oh, das glaube ich, werde ich demnächst herausfinden. Ah, und der Wagen hat ja jetzt initial wieder keine Beschriftung. Ich hätte dann die Wagen dann schon gern durchbeschriftet und auch den einzelnen Lagern zugeordnet. Ich glaube, sie haben ja das jetzt ja noch nicht implementiert, dass man die Sachen nachträglich ja umbenennen kann. Das wäre auch noch schön. Vor allem, wenn man zum Beispiel einen Tippfehler drin hat, so wie ich bei der ersten Staffel mal bei einer Lok. Das habe ich dann auch nur umbenennen können durch das Tool von Mini-Zwerg. So, komm. Sag mal. So. Hä? Wieso kann ich dich jetzt nicht umlegen? Hallo. Gibt's doch nicht. Geht das bei gar keinem mehr? Ja, bei dir geht's. Ah. I see. Das ist ja jetzt dann mit Rechts- und Linksklick. Je nachdem. Okay. Das habe ich vergessen. So. Einmal Retour. Und jetzt da hinten bloß nicht entgleisen. Ich glaube, den Wasserturm, den machen wir hier auf die rechte Seite. Wenn es dann eh reinfahren muss fürs Holz, kannst du es gerade mit dem Wasser auch noch machen. Holla, die Waldfee, der Wagen drückt. Das ist echt heftig. So, ein bisschen weiter nach vorne. Komm schon, du schaffst es. Okay, dann schauen wir mal, ob das Entladen hier funktioniert. Aber ich glaube, das sieht sehr gut aus. Enter. Ja, sehr gut. Cool. Können wir noch einmal hier reinfahren? Da glaube ich, reicht es erstmal. Und das müssen wir eh eher erstmal aufbrauchen, aber das passt. Cool. Also, ich werde jetzt hier noch einmal reinfahren, damit wir hier auch noch so unseren Stapel haben. Und das nächste der Dinge wird dann sein zur Sägemühle. Und dass wir hier mal ein paar Wagen runterbringen. Da wird man hier mal Geld kriegen. Wartet, ob man das Interface für die Anleitung. Geht dann das Menü nochmal auf, wo ich meine Stati sehe. Jetzt sogar ein bisschen durchprobieren. Was ist das für Menü? Ups, ne, das ist das Hauptmenü. Ach, da. Oh, was? Warum habe ich 2000 Dollar? Ist es jetzt neu, dass man mit 2000 Dollar startet? Okay, weil dann kann ich mir ja doch ein paar Wagen kaufen. Also vielleicht nur zwei von denen und dann... Ja doch, erstmal zwei von denen. Dann habe ich drei. 250, 500. Ich glaube, das sind so... Ich mache mal ins Bauvideo. Spiel. Was ist denn hier? So, kannst jetzt ins Barmenü gehen. Fahrzeuge. Flat Car. Oh, der kostet 300. Jetzt 250 trinken. Oh mein Gott, man kann die durchändern. Also doch. Okay, cool. Also dann zwei von denen sind es 600. Und von denen hätte ich dann auch noch gern zwei erstmal. Die sind 250. Das mit der Farbe finde ich noch cool. Dann kann man dann pro Region eine andere Farbe machen. Wobei, nee. Gar nicht. Für Scheitholz brauche ich ja die hier.
Okay, was gab es hier noch für Varianten? Also wirklich nur optische Varianten. Ansonsten technisch tun sie die nicht unterscheiden. Okay, hier gibt es nach wie vor nur einen. Das ist auch wieder der Paint Job. Okay. Was haben wir hier? Okay, das gefällt mir. Das macht Laune. Ich würde ja noch gern Waycar. Will ich dich jetzt schon kaufen? Wisst ihr was? Es ist zwar total sinnbefreit, dass ich das jetzt kaufe. Aber ich mache das jetzt mal so. Das ist jetzt die Nummer... Warum ist jetzt das Schrift rot und... Ah. Backline. Darf ich mir jetzt mal... Was? Level zu niedrig? Ach so, ja, stimmt, da war ja was. Ach man, ich wollte da mir den Wagen angucken. Okay, ja, liebe Leute, das war's erstmal mit der Episode. Und in der nächsten werden wir dann auch wieder weiterbauen. Und dann können wir hier endlich mal ein bisschen Sachen hin und her schubsen. Vorerst mal. Und dann geht's weiter runter ins Tal. Also beziehungsweise über, das, über den Berghang drüber und dann runter ins nächste Tal. Das wird super. Das war schon bei der ersten Staffel ein Pain, da die Strecke runter zu machen. Aber ja, erstmal bis zum Sägewerk. Also, bis denn dann und macht's es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.